und grüße Dr. Wolfenstein 82. Ich hoffe, mal da unten kommt direkt ein neuer Checkpoint. Eben kurz was gucken. Was sagt mein Inventar? Materialien, 13 Eisen, also viel kriege ich da nicht raus. Ich fülle mal eben mein Drachenherz nur auf. Kann man online random Leute zur Unterstützung einladen oder mit Freunden Koop? Du kannst das Spiel auch öffentlich setzen und dann halt mit random kämpfen. Mein Gott. Ach, du sollst die Mutter in Station 13 treffen. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich die Scharfschützenwaffe gefunden habe. Was haben wir hier noch? Ein Ring! Herzsucher! Oh, endlich vorbei! Aber ich habe auf privat gelassen erstmal, weil, also beim Zocken jetzt auch, weil ich jetzt nicht irgendwelche random Leute drin haben will. Weil ich weiß nicht, wie chaotisch das ablaufen würde. Nicht, dass die als, also dass alles hochskaliert wird, man wird halt von irgendjemand runtergezogen, weil der nicht macht, was er machen sollte und so weiter und so fort. Du kannst ja nicht anschreien im Discord oder im Teamspeak. Was für eine unbefriedigende Situation. Wenn, dann will ich in der Lage sein, die Person darauf hinzuweisen, dass sie kacke ist. So, die Saatmutter in Station 13 treffen. Gut, dass der Chat mich daran erinnert hat. Diese... labert ständig von Konzepten und Träumern. Puh. Aber wenn sie für unsere Seite kämpft, will ich mich nicht beschweren. Der hat einen Holzscheit auf dem Rücken. Deshalb sei doch einfach zufrieden, dass sie da ist. Hi. Ergo, du wartest, bis Jolle das Spiel hat. Ich glaube, wenn Jolle dieses Spiel hätte... Meine Freundin ist nicht gerade gesprächig, oh, dann wäre ich immer noch im ersten Abschnitt. Aber sie wird sich hier schon einleben. Die Leute halten sich von ihr fern. Irgendwie macht sie so eine Art außerweltlichen Eindruck. Ich schätze, sie ist weiser als wir alle zusammen. Sicher. Ah, du brauchst du sonst die allerbesten Waren. Der Gag ist einfach. Mach's gut. Jetzt reden die hier über die Saatmutter. Sie macht einen außerweltlichen Eindruck. Sie hat eine Eiche auf dem Rücken. Natürlich macht die einen merkwürdigen Eindruck. Und einen außerweltlichen. Es wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Wieder jemand komplett Fremdes im Lager. Na, vielen Dank auch. Eine Mischkreatur aus Saat und Mensch in der Station. Was kann da schon schiefgehen? Nichts. Bin am Arbeiten und werde gerade gestört. Nicht die tollen Gespräche, das ist sicher. Hast du Freunde oder Familie in der Stadt? Genau genommen ist der Hammer hier mein bester Kumpel. Ich habe leider schon genug Freunde. Wenn ich du wäre, würde ich weiterziehen. Es sei denn, du willst meinen Hammer besser kennenlernen. Willst du meinen Hammer besser kennenlernen?
Ich muss arbeiten. Was jetzt? Ach ja. Na gut, dann wollen wir mal sehen. Sie ist wie Tinder. Sind wir hier fertig? Zieh weiter. Hallo, wir haben ein Match. Lass uns doch reden miteinander. Sie sagt zwar nicht. Ah, nee, ich habe eigentlich keinen Bock. Wird sie sich, weil Tinder ist kacke. Und ich werde nie die Tinderella oder sowas. Was willst du denn wissen? Ja, das will ich lieber den Leuten selbst überlassen, falls sie von sich erzählen wollen. Sagt bei McCabe einfach nichts Falsches. Oh, es regnet hier ständig also, Staub von der Decke. Das bedeutet, ich würde ständig Staub in den Augen Jet kriegen. Hat die besten Dinge gemacht. Jet, er war ein echtes Genie. Wir haben alles repariert, was wir finden konnten. Mikrowellen, Waschbecken, Automotoren, was auch immer. Ach, weißt du, es fühlt sich gut an, dafür zu sorgen, dass Dinge wieder funktionieren. Ach, entschuldige, ich rede zu viel. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Oh, da wo viele andere jetzt auch sind. Wir hatten einen schweren Winter. Jet wurde krank. Und jetzt bin nur noch ich hier. Die Station ist voller trauernder Leute. Aber wir müssen alle eine neue Familie finden, um weiterzumachen. Das Leben ist nicht so schlimm, solange man Leute um sich hat, oder? Brauchst du sonst noch irgendwas? Sicher? Ich habe niemanden um mich. Zum Einkaufen hat er nie was anderes. Du hast uns den Chat. Das ist nicht das Gleiche. Muss ich leider sagen. Pass da draußen gut auf dich auf. Es ist schon ganz schön, aber es... Reale Menschen sind halt schon was anderes. Also ihr seid auch reale Menschen, aber ihr seid halt nicht da. Keiner nimmt mich mal in den Arm. Kann dich dein Chat in den Arm nehmen? Früher hat man noch gesagt, kann dich Geld in den Arm nehmen? Wir haben es der Saatmutter so angenehm wie möglich gemacht. Niemand kennt die Saat besser als sie. Hoffentlich kann sie uns helfen. Seltsamerweise geht sie durch die Station, als wäre sie schon einmal hier gewesen. Ich werde sie genauestens im Auge behalten. Wir wissen noch nicht, was uns erwartet. Balthasar ist übrigens kein Mensch und kann auch kein Mensch ersetzen. Er ist mein Hund und er ist ein toller Hund. Ich liebe ihn. Aber... er ist halt kein Mensch. Und er geht immer weg, wenn ich kuscheln will. Und umarmen kann der auch keinen. Dafür sind seine Pfoten zu kurz. Wo habt ihr die Saatmutter denn einquartiert? Habt ihr dir irgendwo einen Topf hingestellt? Ein bisschen Erde rein? Ein bisschen gegossen? Hey, ich hab gehört, dass du diese Saatlady befreit hast. Stimmt das? Oh Mann, sie macht uns alle nervös. Ich werde sie im Auge behalten. Vielleicht ist sie ein Spion der Saat und weiß es nicht mal. Ja, Commander Ford hat mir den Namen gegeben. Ich hatte keinen, als sie mich aufnahm. Das bedeutet wohl, dass ich zu der Station gehöre. Sie ist mein Zuhause. Ich sorge für die Sicherheit in Station 13. Ich lerne noch dazu. Aber Commander Ford würde mir diesen Posten nicht anvertrauen, wenn sie es mir nicht zutrauen würde. Wir machen ständig Übungen. Ich bin auf alles vorbereitet. Also, ich weiß, dass er die Station zu dem gemacht hat, was sie ist. Er ließ die Tore schließen, um alle vor der Saat zu beschützen. Aber, Commander Ford mag es nicht, wenn Leute über ihn reden. Ich glaube, der Gründer war so etwas wie ein Held. Aber sie guckt immer so mürrisch, wenn sein Name fällt. Nicht vergessen, keine Sperrzonen betreten. Du hast den roten Kristall berührt und warst plötzlich verschwunden. Du warst ganz schön lange weg, ich dachte schon, du kommst nicht zurück. Hallo nochmal. Ich glaube nicht, dass Les zurückkommt.
Er ist schon seit Tagen weg. Hast du je das Gefühl, dass du von Schatten beobachtet wirst? Es gibt unkontrollierbare Kräfte, die gegen uns arbeiten. Das Internet. Seitdem wir die Tore schließen mussten, sind die Rationen noch geringer. Aber es wird reichen. Ihr braucht nur ein Wunder. Ich habe immer einen Plan B, falls mir die Kugeln ausgehen. Ja, gutes Gespräch. Jetzt ohne Kack, wo soll die Saatmutter sein? Wir haben jetzt zwar erzählt, wir haben es ihr so gemütlich wie möglich gemacht, aber gefunden habe ich die jetzt auch nicht. Ach, weißt du, wo die sein könnte? Die könnte in dem Raum sein, wo ich aufgewacht bin damals. Am anderen Ende, am Ende der Treppe. Als ich verletzt war. Da hinten. Ein hoch auf nicht vorhandene Questmarker. Natürlich ist sie nicht hier. Das Buch kennen wir. Da habe ich schon mal durchgeblättert. Hallo nochmal. Oder haben die unten in den Reaktor reingelegt? Kauf dir eine Sexpuppe zum Knuddeln. Ich denke, das ist nicht Sinn der Sache. Ach, da hinten. Grüße, mein Kind. Wie soll ich dich denn erkennen? Saatmutter, du siehst aus wie, keine Ahnung. Du bist endlich hier. Ich fühle mich wieder wie ich. Und auch nicht. Nicht mehr wie die Saat. Nicht mehr wie ein Mensch. Du suchst nach Hilfe. Du musst den Gründer finden. Nur er kennt den Weg. Aber du musst erst das Labyrinth öffnen, um ihn zu finden. Hat sie nicht gesagt, sie kann mir sagen, den Weg, sie kennt den Weg und es geht aber nur, wenn sie von der Saat getrennt ist? Es ist eine Kreuzung für viele Orte. Der Gründer ist dorthin gereist, jenseits meiner Sicht. Ich habe ihn zum Labyrinth geführt, so wie ich dich jetzt führe. Halte nach glänzendem Licht Ausschau, das hoch in den Himmel ragt. Der Weg zu dieser Quelle wird von einer monströsen Saatkreatur bewacht. Töte die Bestie und ersuche das Licht. Der Hüter des Labyrinths wird sich dir offenbaren. Warte, einen Segen habe ich noch im Kampf gegen unsere Zerstörung zu bieten. Du trägst ein Stück Drachenherz bei dir. Ich kann es noch stärker machen. Juhu, mehr Aufladungen. Die Saat geht mit ihren Stärken eigensinnig um. Und das könnte unsere Chance sein. Große Kräfte werden zwischen den Welten eingesetzt. Aber es sind vielleicht nicht die einzigen. Ich habe viel verloren, aber das ist für dich. Was? Ich muss auch noch bezahlen? Oh, und jetzt brauche ich dafür diese Luminitkristalle. Sei vorsichtig, mein Kind. Ich habe dich gerettet vor der Saat. Ich habe dich beschützt und jetzt willst du mich ausnehmen. Kapitalistischer Baum, du. Bis später. Folge dem Licht bis zum Ende des Tunnels. Sie hat mir gut den Weg geweist. Folge dem Licht, denn das Licht wird dich irgendwo hinführen.
Ich habe hier was gefunden und die Sonne ist dabei aufgegangen. Ja, habe ich doch gesagt. Tut mir leid, ich habe nicht viel geschlafen. Können sein, dass ich ab und zu mal gähne. Aber ich will jetzt auch keinen Kaffee mehr trinken. Das war mein Fehler, nämlich weshalb ich wenig geschlafen habe, weil mein letzter Kaffee, glaube ich, gestern irgendwie um 10 war. Also ich hatte noch eine Tasse hier rumstehen und habe den halt dann trotzdem noch getrunken. Finde den Ort, an dem Licht das Wasser imitiert und nach der Sonne greift. Sie meinte, das sei die Stelle, an dem ich den Turm des Hüters finde oder beschwören werde. An dem das Licht das Wasser imitiert. Also irgendwo, wo die Sonne untergeht und das Licht unter Wasser, beziehungsweise auf dem Wasser reflektiert. So würde ich das sehen. Hallo, Himyum. Ich hoffe, dass jetzt nicht nur Fernkämpfer kommen. Okay, ein Vieh, was ich auch noch nie gesehen habe. Achso, der schießt eine Kugel und da kommen die kleinen Viecher raus. Oh Hund, bitte leck nicht an meiner Socke. Das Spiel ist auf der Plattform PC, Xbox und ich glaube PS4 kommt's raus. Aber die VIP zum Beispiel, das VIP-Weekend dieses Wochenende ist glaube ich nur für Xbox und für Steam. Weil ich glaube, da gab es Probleme, das irgendwie auf der PS4 zu ermöglichen. Oder irgendjemand hat Geld dafür bezahlt. Ja, ich hasse euch auch alle. Uah! Die haben sowas wie ein Schild irgendwie. Immer noch fairer als Immortal.
So, das ist einer der Lumenkristalle. Das lief mies. Alle Taschen voll. Alle Taschen voll? Ach so, da ist sekundäre Munition. Alle Taschen voll. Jetzt habe ich aus Versehen noch einen Tank getrunken, weil ich zu doof bin, eine Taste zu drücken. Das ist einer mit so einem MG. Beziehungsweise mit so einem, wie soll man sagen, Riot Gun. Ich glaube, da kannst du auch nichts anderes machen bei dem, ey. Muss dich irgendwo hinter eine Deckung packen und warten, dass der aufhört zu schießen. Oh, endlich vorbei. Irgendwas stimmt mit dem Hund nicht. Was macht eigentlich der Ring? Gewährt bei passivem Gegner eine kritische Trefferchance von 100%, erhöht den kritischen Schaden um 15%. Also, das bedeutet, wenn der Gegner mich noch nicht gesehen hat, kann ich den, kann ich 100%, mit 100% Chance einen kritischen Treffer erzeugen und der kritische Schaden wird um 15% erhöht. Mit fünffachen Zielfernrohr. Ich soll es mal ausprobieren später, das Scharfschützengewehr. Lohnt es noch nicht. Ist ein Pilz zum Töten? Doch.
Also Wasser ist hier schon mal. Da liegt wieder ein Item. Die Areale haben was von Darksiders, weil es derselbe Entwickler ist. Wie Darksiders 3. Maske des Landstreichers plus 1. Und ich fand eigentlich bei Darksiders 3 das auch sehr stilsicher immer. Deshalb ist das nicht schlimm, dass das hier also ähnlich aussieht ein bisschen. Ich finde, dafür sind sie hier aber schon einen Tick detaillierter als in Darksiders 3 zum Beispiel. Weil Darksiders 3 hat einen stärkeren Comic-Look, finde ich. Der sieht anders aus. Es ist eine rollende Kugel. Es ist der Waldschrat. Ah! Was macht er da? Was wollte er mit dem Licht machen? Ich schieße ihn einfach kaputt. Kein Risiko eingehen. Ich denke mal, der würde mit seinem Tentakel durch den Boden angreifen. Ich habe ihm nur keine Zeit gelassen dafür. Du brauchst mehr Power, Pascal? Wo brauche ich denn mehr Power? Ist das hier Binford? Ach shit, ich muss ein Stück zurück. Weißt du warum? Weil da oben ist was Blaues drauf und ich glaube, du kommst über den anderen Weg dahin. Den ich nicht hochgelaufen bin. Hier links um die Ecke. Du meinst, weil ich die HP halb voll habe? Ah ne, Waffen, ja. Wir werden, wenn ich genug Eisen wieder habe, Upgrades schon wieder machen, keine Sorge. Aber zurzeit sind wir noch passend fürs Gebiet. Und ich habe ja inzwischen ein wenig meiner Furcht abgelegt und bin auch nicht mehr so hektisch beim Spielen. Das hilft schon sehr. Aber am Anfang bist du erstmal voll so, wie muss ich bei dem reagieren, muss ich bei dem reagieren? Ah, Band des Wissens. Wenn ich zum Beispiel die nicht mehr mit einem Schlag töten könnte, dann würde ich Probleme haben. Und da hinten kommt wieder so ein... Was ist das da hinten? Oh nein. Nein! Ich hing fest beim Ausweichen.
sterben, ist immer ein guter Zeitpunkt, um mal eben kurz in die Station zurückzugehen. Seine Körperpflege. Bis dann. Wer übrigens schon sehen könnte, wie die Schadensentwicklung ist bei den höheren Stufen der Waffe. So, ich habe 10 Lumenkristalle, aber mir fehlt noch einer von diesen gelben. Und ich denke mal, den kriege ich erst, wenn ich den ersten Boss umniete. Also den ersten richtigen Boss. Wie kann der Alt... Mal sehen, was wir hier haben. Mach's gut. Weil ich glaube, das erste Vieh, was ich da getötet habe, das war kein Boss. Das war halt einfach ein etwas stärkerer Bogenschütze, den ich einfach zwischendurch getötet habe. Man muss aber sagen, es ist halt fair, also fairer als bei Dark Souls, obwohl fair ist das falsche Wort dafür. Einfacher will ich aber auch nicht sagen. Also, dass du halt beim Checkpoint zurückgesetzt wirst und du verlierst halt nichts in dem Sinne, ne? Das Sterben gehört zwar mit dazu, aber du behältst halt Eisen und Loot und Sachen, die du gefunden hast, musst halt vom Checkpoint halt wieder starten. Man hätte es auch radikaler machen können. Das ist der normale Schwierigkeitsgrad. Ich weiß, es gibt andere Schwierigkeitsgrade. Aber ich wusste am Anfang, aber ich konnte nichts auswählen am Anfang. Moment. Da kommt der jetzt von hinten, oder? Also Treffer kassieren ist schon schmerzhaft. Was bist du für einer da hinten? Und da rolle ich mich einfach runter. Du bist einfach ein fetter Typ. Normal ist relativ. Oh,
endlich vorbei. Ich weiß, ich habe gestartet und ich konnte nämlich den Schwierigkeitsgrad, da gab es keine Einstellung für. Ich weiß, da steht irgendwo drin. Und ich glaube nämlich, du kannst den Schwierigkeitsgrad nach dem Kampagnen-Durchspielen erhöhen. Jedenfalls war bei der Charaktererstellung nichts wegen Schwierigkeitsgrad einstellen. Hallo Horby. So, ich muss mal die YouTube-Aufnahme wieder breaken, damit ich die später nicht schneiden muss. Danke fürs Zuschauen auf YouTube.